Bremen, Hansestadt an der Weser. Noch immer prägen die Schifffahrt und der Handel das Bild der Stadt. Auch auf dem Marktplatz. Draußen und drinnen wagen und gewinnen, lautet der Wahlspruch der Kaufleute. Die gute Stube Bremens ist der Marktplatz, dominiert vom 600 Jahre alten Rathaus im Stil der Gotik und Weserrenaissance. Zusammen mit der Figur des Roland gehört es seit 2004 zum Welterbe der UNESCO. Das wohl beliebteste Wahrzeichen der Stadt sind jedoch diese vier, die Bremer Stadtmusikanten, bekannt aus dem Märchen der Brüder Grimm. Wer die Eselsbeine anfasst, hat einen Wunsch frei. Für Ulrich König ist der Wunsch in Erfüllung gegangen. Er ist ein echter Bremer Stadtmusikant. Das Schöne an Bremen sind die netten Menschen hier, die es einem sehr leicht machen, sich hier wohlzufühlen. Bremen hat eine Größe, die sehr menschlich ist und übersichtlich ist, aber auch eine Größe, die es als Großstadtflair erkennbar macht. Und das finde ich besonders schön, diese Mischung. Die obere Rathaushalle ist einer der Lieblingsorte von Ulrich König. Der Festsaal zeugt vom ehemaligen Reichtum der Hansestadt. Unter dem Rathaus befindet sich der Bremer Ratskeller, einer der ältesten Weinkeller Deutschlands. Hier werden Weine aus allen deutschen Weinanbaugebieten ausgeschenkt. In den Gewölben lagern rund 650 verschiedene Weinsorten, die wertvollsten in der Schatzkammer. Seit 25 Jahren ist Kellermeister Karl Josef Krötz der Herrscher über das Reich der Weine. Wie es in der Schatzkammer würdig ist, lagern hier wirklich Schätze zurückgehend bis 1727 mit die größte Auswahl an deutschen Spitzenweinen überhaupt. Die größten Raketen, die der deutsche Qualitätsweinbau sich geleistet hat, lagert hier unterm Bremer Rathaus. Unweit des Marktplatzes liegt die Böttcherstraße. Mit einem Stilmix aus Expressionismus und Backstein schuf der Architekt Bernhard Höttger in den 1920er Jahren ein architektonisches Gesamtkunstwerk. Hier liegt auch das Paula Modersohn-Becker-Museum, das erste Museum weltweit, das einer Malerin gewidmet wurde. Mit ihren farbig expressiven Bildern vom bäuerlichen Leben, ihren Selbstbildnissen und den Ansichten ihrer norddeutschen Heimat behauptete sich die Malerin schon früh gegen die männlich dominierte Kunstwelt. Mit dem, was Paula Modersohn-Becker geleistet hat, hat sie in ganz vielen Dingen den Grundstein gelegt für die moderne Malerei, also für die Malerei der Avantgarde. Nur zwei Straßen weiter beginnt der Schnoor, Bremens ältestes Stadtviertel. Hier reihen sich schmale Fachwerkhäuser aus dem 15. und 16. Jahrhundert in engen Gässchen aneinander wie Perlen an einer Schnur, die auf Plattdeutsch Schnoor heißt. Ein gemütlicher Ort für eine Tasse Tee. Man kann hier wirklich sehr ausgesuchte Dinge finden. Die Läden sind alle noch in traditionellen Familienbesitz und das ist sehr angenehm, hier einzukaufen. Die Weser entlang geht es in Bremens jüngsten Stadtteil. Ursprünglich ein altes Hafengelände, entwickelt sich die Überseestadt seit rund 15 Jahren zu einem modernen Arbeitsgewerbe- und Wohnviertel, eines der größten städtebaulichen Projekte Europas. Einer der ersten Mieter, die traditionelle Silbermanufaktur Koch und Bergfeld, die unter anderem Fußballtrophäen wie den Champions League-Pokal produziert. Gegenwart trifft Vergangenheit. Hier in diesem Ort ist es halt möglich, das tradierte Handwerk wirklich ins neue Zeitalter zu führen. Sie sehen hier in diesem Schuppen, wo früher Kaffee gelagert wurde, haben wir unsere Manufaktur eingerichtet. Zurück in die Innenstadt geht es wieder an der Weser entlang. Bei schönem Wetter klingt ein Bremen-Besuch am besten an der Uferpromenade aus.